Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Man of Medan. Ah? Jetzt kommen wir ins Geschehen, Marco. Ah ja. Gott, ich bin so süß, wenn ich schlafe. Der Sensenmann. Ach du Scheiße! Er ist auf einem Auge blind. Wir entknebeln. Ja, rechts. Ja, Mann. Aha, da ist Marco. Hallo. Hallo. Habe ich das jetzt versemmelt, weil ich den nicht abgewehrt habe? Du musst drücken. Du musst das abziehen. Ja, RT schon klar. Und dann in die eine Richtung. Habe ich schon. Aber weißt du, vorhin, wo der mit der Pistole vor uns war, da musste ich, und ich habe es nicht geschafft. Ich habe es auch verpeilt in der Sekunde, weil ich gerade was am Schreiben war. Alles okay? Ich glaube schon. Hier ist Johnny. Was? Nein. Verdammt, aufhören! Hey, lass ihn in Ruhe. Das kriegst du von mir alle aufs Maul, Junge. Schauen wir doch mal. Ich bin immer noch Julia, oder? Das siehst du gleich. Der ist immer noch geknebelt. Hey, also, schlechte Neuigkeiten. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht... Die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, sie sind in einem Raum. Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Großartig. Oh, ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Arsch und Zwirn. Wir reden lieber statt losmachen. Hey. Alex, was werden die uns antun? Ich glaube, du bist Alex. Ja, du bist Alex. Okay. Dann bin ich Conrad, wahrscheinlich. Sie töten uns nicht. Sorge. Sorgen, getötet zu werden. Losmachen natürlich. Leute, wir müssen uns losmachen, sofort. Jetzt wird aber Zeit hier. Komm her. Scheiße, das klappt nicht. Los doch. Oh Gott. Oh, das war knapp. Oh, 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 oh. Das ist doch scheiße.
Oh. Alter! Gar nicht gut. Was geht da vor? Was siehst du? Ach so, ja. Konrad, das ist egal. Ich bin Konrad. Bist du noch unten? Ja. Dann trennen wir uns mal. Fragen. Wir müssen schnell hier raus. Gut, dann sind wir wieder. Wen kümmert das? Ich werde die alle umbringen. Auf uns alleine gestellt. Warum Fliss? Warum sind die so an Fliss interessiert? Weil sie der Captain ist. Ja und? Sie wollen rausfinden, ob jemand weiß, dass wir hier sind. Ich hab's. Lasst ja meine Fliss in Ruhe, ich sag's euch. Ja, deshalb packe ich immer eine Nagelschere ein. Wieder Chris. Oh Himmel, Conrad. Ja. Warum hast du nichts gesagt? Halt, Alex! Aufhören, lass sie los! Hier, Bastard! Hey! Schwarzkopf! Halt die Scheißfresse! Russe! Sie werden sie nicht schlagen. Haben sie Fliss auch nicht. Fliss scheint schon ziemlich dicke mit ihnen zu sein. Oh ja. Marco ist hier unten. Okay, das ist sehr gut. Das heißt, wir sind hier beide zusammen. So viel zum Thema, wir sind getrennt. Jetzt sind wir wieder zusammen. Ich war gerade oben. Also, er versteckt sich. Geht ihm gut. Okay. Dreh dich um. Mach mich jetzt los hier, Marco. Es wird Zeit. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Der ist doch eh schon aufgeflogen. Nicht unbedingt. Doch, der hat doch gegen die Türe geklopft. Da hat der eine Russe gesagt, lass das. Nein, verdammter Mist. Wie gesagt, es ist dunkel. Ja und? Kann ja auch mit Beinen gewesen sein. Ja, mit Sicherheit. Natürlich. Was ist passiert? Julia, sag mir, was passiert ist. Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Böse Geldaufpressung. Sehr wahrscheinlich. Jetzt können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Yep. Zählt der Regentropfen? Nein, die Entfernung. Das Gewitter kommt. Ah. Der Sturm ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Wir erledigen sie. Gehen wir strategisch vor. Wir können sie überraschen, ausschalten. Was machen wir denn hier? Machen wir das hier. Wenn ihr sie ablenkt, schleiche ich mich aufs Boot. Der Typ mit der Knarre wird nichts merken, bis ich lange weg bin. 7 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut, das hören sie. Wir knacken sie, während es donnert. Gute Idee. Oh Gott. Hier, ich klettere aus dem Fenster und sehe mich um. Sieh dich nur um. Ihr lenkt sie ab, damit sie mich nicht sehen. Das hört sich nach Timing an. Ja. Jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Ja, nur 72 Tagen.
Oh nein! Was zum Teufel, Jungs? Hä? Nein, das macht ihn! Das war zu spät reagiert von uns beiden. Scheiße! Nicht gut. Ja, rammen sie ihm in die Halsschlagader rein. Tu es! Tu es! Oh, 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 ganz ruhig sein. Los, kann ich jetzt! Eins. Oh, scheiße, was passiert? Ja. Nein, ah, fuck. Scheiße. Das ist voll nach hinten losgegangen. Nein, jetzt, komm. Ich hab noch eine Chance. Ja. Brad wurde ausgenockt, aber er ist in Ordnung. Bleib bei mir. Helfen wir Conrad. Boah, Alter, eine Millisekunde später und wir hätten es nicht mehr gepackt. Ja, das war knapp. Da ist meine Freundin wieder. Denk nach, was du tust, Bursche. Machen wir sie fertig. Machen wir sie fertig. Das Kind will mich umbringen, Olson. Marco, was soll ich tun? Marco, was soll ich tun? Weiß ich nicht. Das, was du für richtig hältst. Scheiße. Ich hab mal anders entschieden als letztes Mal. Ich wusste es. Jetzt! Alex, das ist verrückt! Wir sind selbstbewusst. Runter von unserem Boot. Euer Boot. Ich bin jetzt der Captain. Oh, scheiße. Shit. Nö, schwierig. Ja. Hat er jetzt geschossen? Das geht schnell. Das ist deine Schuld. Oh. Ganz Scheiße, ist sie tot? Nein. Bring sie nach und. Nimm die. Benutze sie, falls nötig. Oh, verdammt. Setz euch. Gar nicht gut. Da drüben. Du, genau hier. Setzen. Jetzt. Arrêtez, bon de con. C'est mon bateau. Meinst du Man of Medan, Domi? Dass du das auch mal probieren musst? Ou je te mets mon poing dans la gueule. Oder meinst du den Befehl? Olson! Komm her! Die haben da was gefunden, Marco. Ich sehe es, eine Postkarte oder so. Vielleicht erkennst du es gleich wieder. Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Mandschurei-Gold? Was für ein Ding? Mandschurei-Gold. Mann. Ist okay. Alles wird. Ihr lebt zum Glück noch. Es hat sich gar nicht wie ein Schuss angehört. Das war ja auch kein Schuss. Wahrscheinlich ist sie dann weggeflogen. Ich habe das gerade kurz nicht gesehen gehabt. Richtig. Deswegen. So, komm, noch ein Versuch. Überwältigen. Konnten wir nur so dumm sein? Und dabei haben wir noch Glück gehabt. Ich könnte tot sein. Was hast du dir gedacht? Nichts. Ich hätte nicht gedacht, dass er schießt. Okay. Jetzt halt. Also er hat geschossen.
Okay, tatsächlich. Es war aber ein ziemlich dumpfer Schuss, also. Ja. Lass uns doch einfach. Da holst du halt einen Sturm auf, ne? Du willst reden. Dann aber leise. Ich sag, wie es ist. Fliss muss damit zu tun haben. Sie und diese Typen stecken doch unter einer Decke. Sie ist der Captain und sie rühren sie kaum an. Sie hat ihnen vom Mandschureigold erzählt. Sie hängt damit drin. Ich will das Gold haben. Ich kann das jetzt kaum glauben. Ich hab echt alles verloren. Und das kommt dir in den Sinn? Ihr macht gemeinsame Sache. Du hast uns in die Falle gelockt. Hey, Arschloch. Halt die Klappe. Oh, ich hab's. Boah, das war verdammt knapp. Schon verkackt. Du hast verkackt? Ja, ja. Ich hab. Bei mir war schon leer, aber ich hab grad noch so gedrückt. Boah, das war so verdammt knapp. Du, komm jetzt mit. Damit rechnest du aber auch einfach gar nicht dann. Ja, ja, klar. Und das ist so schnell. Das ist Wahnsinn. Nö. Aber auch Fehler macht dieses Spiel aus. Vielleicht entscheidest du dich auch noch falsch. Ich bin jetzt oben, ne? Aha. Aber bitte, nimm die Waffe runter. Oh, sie macht uns alle nervös und nervöse Menschen tun dumme Dinge. Du willst doch kein Blut an deinen Händen. Ja, und sagen wir doch mal. Was willst du? Ja. So hart bist du nicht. Oh je. Ich kenn Typen wie dich. Melden, aber nicht beißen. Ist nur ein kleines Licht. Ja? Willst du deine Theorie testen? Ja. Ich mach mal kurz stumm, ich bin nämlich oben. Mhm. Ich renn nicht mit dir. Was zum Teufel geht hier vor, Alex? Wir müssen ein Auge auf Liz haben. Sie hilft dir. Ist doch so. Denkst du das wirklich? Wenn ich bei Cookie drauf gehe, läuft's flüssig. Bei dir hängt sich mein Stream auf, okay? Komisch. Also ich habe hier gerade geschlafen. Keine Frame-Einbrüche, keine ausgelassenen Frames von der Aufnahme. Ich weiß nicht, woran das liegt. Komisch. Hallo. Hey! Wo seid ihr? Ihr müsst rufen! Hey! Bewegung! Jetzt! Warum hast du nichts getan? Ich meine, was soll das? Ich weiß nicht. Ich war irgendwie abwesend. Ja, ich hab den falschen Controller gedrückt. Okay. Also den falschen Cursor. Auf hoher See. Gott, passt das noch vom Ton? Ist mal wieder echt laut. Da haben wir unser Schiff. Tja, Junge! Ja, nicht gerade eine gemütliche Ankunft hier. Tja, jetzt sind die anderen wenigstens außer Gefecht, gehe ich mal alle vor. Ja. Sind noch am aus. Nee, nee. Wir sind aber jetzt da bei diesem Schiff. Das hätte Schiff. Auch anders kommen können. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Jetzt bin ich mal gespannt, ja.
Ja, nach der Sequenz machen wir dann auf jeden Fall wieder einen Cut. Ich will es nicht wissen. Oh. Es herrscht Konsens. Sie machen das allein. Unabhängig. Vorbildlich. Womöglich. Wir haben gleich entschieden. Wir werden schon noch sehen. Sonst hätte er jetzt was anderes gesagt, Marco. Jedenfalls haben Sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht und möchten unbedingt zu Ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Ist das Whisky? Nein. Schnaps. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Ja, es ist nicht alles, wie es scheint. Oder vielleicht doch. Gut, dann würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall eine Pause und einen Cut. Ja, wollte jetzt noch 20 Minuten Cut machen, weil wir hatten die letzten Folgen auch 30. Nö, ich hatte immer nur 20. Ich hatte 30. Also ich mache auf jeden Fall mal bei mir einen Cut, weil ich dann auch noch eine Pinkelpause machen muss. Jo, dann bedanken wir uns fürs Einschalten. Und sagen dann, wenn es euch interessiert, wie es weitergeht, wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.